Luki, ich muss gehen. Ich bin im Laden, ja? Wenn was ist, kommst du raus. Wenn du frühstücken willst, kommst du auch raus, ja? Okay. Ich liebe dich. Haben wir? 1, 2, 4, 8, 8. 1, 2, 4, 8, 8. Haben wir. Das war's vom morgendlichen Aufmachen. Bis gleich. Meine Tochter hilft mit heute Morgen. Geht ja nicht nur dir so, aber wir müssen erstmal ein bisschen Geld verdienen, bevor man ausgeben kann. Hast du mich verstanden gerade? Okay. Aber ich will jetzt. Kannst du das auf den Tisch legen mal hier? Auf welchen Tisch? Auf den Tisch da draußen. Das. Und das nimmst du mit hoch mit dem Stift. Für die Jahre aus, bitte. Da verdienen wir ein bisschen Geld und dann können wir auch was einkaufen. Ich weiß nicht mal, wo wir den Stift herkriegen. Luki, du musst manchmal ein bisschen abwarten. Wieso ist die Kamera eigentlich nicht an? Also 15 Euro haben wir jetzt verdient. Was machen wir jetzt damit? Essen kaufen. Essen kaufen, ja, genau. Das ist ja zack, weg ist es wieder wahrscheinlich. Schauen wir mal. Drei Stück Käse. Drei Stück Käsekuchen. Zwei. Zwei Stück. Wir haben Käse, ja, Käse-Mandeln oder Nutkäse? Nur Käse. Nur Käse, okay. Guten Morgen. Wir haben gerade 10 und 10. Keine Ahnung, ich bin noch müde.
Ja, jetzt haben wir mal am Strand. Ja, und ich hatte die Idee. Ich hatte die Idee, aber zuerst hattest du die Idee. Und dann. Ich hatte die Idee. Du hattest die Idee. Alle zusammen hatten wir die Idee. Mama nicht. Mama wollte nicht so, nee. Mama hatte Lust, keine Lust. So, und wir hatten Lust, die hatte keine Lust. Aber wenn man sich dran gewöhnt, wird es doch warm. Ja, aber Mama, da weiß ich gar nicht. Irgendwie wollte sie nicht ins Wasser. Guck mal. Ich brauche nämlich Buddelsachen. Na? Wir gehen zusammen. Ich sag ja Pups. Mann, du bist doch eine Dame. Das muss man leise für sich behalten. Und immer stets auf andere schieben. Hallo. Ist nicht mal eine Ferien, ne? Nee, keine Zeit. Könnte man eigentlich machen, wa? Weil ist ja eh nicht los, aber. Ja, naja. Irgendwie. Wie soll man machen, wa? Sag mal, schieb dir alle deine immer. Genau. Schönen Tag noch. Gleichfalls, ciao. Ich sag guten Morgen, Herr Müller. Der Brubbel dreht um, vor mir meine, warte, eine Mülltonne. Ja, Brubbel ist immer noch da? Ja, da läuft er. Der hat auf der Stelle Kaffee gemacht. Mann, Mann, Mann. Bitte nicht. Nee, gib da was, Thomas. Kannst du hingehen? Ja. Erste Hilfe? Ja. Gibst du mir das? Ja, klar, kannst du mit mir. Echt? Ja, habe ich mir vom Feuerwehrfest mitgebracht. Das ist gut. Ja, schön. Da kannst du hingehen, kannst du mit. Gleich gemacht. Im Betrieb, im Büro, in der Feuerwehr, in der Schule, im Straßenverkehr. Achtung, wir achten mal drauf. Pass auf. Denkt mal dran, an Autos, wie schnell die euch über den Haufen fahren. Ja. Die na, na, da ist er ohne mehr zu löten. Ich habe eine alte Rotkreuzakte, willst du die haben? Eine alte? Von wann ist die denn? Na, vor 45. Das ist nicht mehr gültig, wa? Längst nicht. Aber das ist interessant, historisch. Das ja, aber Neues kann, ist heute gibt es so viel Neues. Ja, das stimmt. Da musst du alle Jahre deinen Kurs machen. Weil sich in einem Jahr neue Griffe, neue Materialien rauskommen. Kommt immer Neues raus. Ja. Ja. Genauso wie sie früher alles nach der Hand gemacht haben. Also in den Betrieben, da steht heute der Automat. Die sitzen bloß noch mit einem Rüssel dabei, passen auf, wo die Kisten hinrollen mit den Teilen, dass die an den richtigen Stelle kommen. Ja, hier ist ja auch. Sofortmaßnahme, weitere Maßnahme, Rettungsdienst, Krankenhaus. Meine Fresse, das ist ja voll das Worst-Case-Szenario hier, Weltuntergangsszenarien. Wie der da aus dem LKW hängt von der Brücke. So, ja, das passiert aber. Naja, täglich. Täglich. Hast du so einen schon gerettet? Nee, und die Dinger, nee. Da, wo ich Feuerwehr, das kann THW machen. Ich bin nicht beim THW. Ich bin nicht Kletterakrobat und Klettermaxe, der da rumkraucht. Man tut erstmal gucken, wenn sie nicht mehr der Brustkorb sich hebt und senkt. Erstmal zur Seite drehen, Mund ausräumen. Ich kann ja was verschluckt haben, ja. Was uns eine Luftröhre rutscht, was uns riesen Eier macht. Kaugummis, rest alles das, aus dem Mund. Was ist das? Stabile Seitenlage? War das nicht so? Ja. Und dann muss man ihr das so rausmachen und wann kommt dann die Mund-zu-Mund-Beatmung? Wenn sie nicht mehr Mund-zu-Nase, wenn sie nicht mehr atmet. Ja, doch. Wenn die Atmung aussetzt, vollkommen. Da sind wir jetzt bei Thema Nummer Seite 15. Mensch, ich kriege hier im letzten Erste-Hilfe-Kurs, das ist gut. Handlungsablauf beim Auffinden einer Person. Kannst du das? Haben wir alles geübt, 100 Mal. Ich sag alle 200 Mal. Herz-Lungen-Wiederbelebung, kannst du? Habe ich alle 200 Mal gemacht. Da ist doch alles drin, brauchst du gar nicht mehr hin. So, alles perfekt beschrieben. Freut er sich. Ja, hat er hier gelassen jetzt. Hat er ihn ja viel gebraucht, um mit hier zu lassen. Das ist ein Ding. Yay, erster Auftrag für heute.
Ihr seid live dabei, ihr kennt es ja. Erster Auftrag der Woche, erster Auftrag für heute. Der läuft durch. Oh. Egal, wie ich mich anstelle, egal, wie lange es braucht. So, Vorderrad raus. Mann, ist so langweilig, ey. Platte Reifen, egal. Die gute Frau hat sich darüber geärgert. Verkauft ihr auch Fahrradschlösser? 55 Euro. Habt ihr eine Sorte gerade, oder was? Ja, jetzt ist... So, fängt man es durch. Irgendwann ist es hinfällig. Überall durchgescheuert jetzt mittlerweile. Das verändert. Die Frage ist, was für ein Fahrradschloss ich empfehlen kann. Also im Moment in Berlin bin ich so der Meinung, zwei Schlösser von verschiedenen Marken. Ein gutes, ein weniger gutes. Nicht ein Schloss. Es gibt nicht das eine Schloss. Es gibt es einfach nicht. Ja. Ich brauchte ein Schloss, brauche ich. Ja. Genau. Ja.
Mann, ey. So, fertig. Doch, hab ich, steht doch hier. Die steht doch hier. Sag doch, der erste ist nämlich komplett drauf. Die Blockkamera ist dabei. Mein Block, mein Heim, meine Welt. Ich roll mal Schläuche jetzt. Aber meine Nase ist so zu, ey. Unglaublich. So, was haben wir hier? Auszug aus dem Militärpass des Weltkrieges. Mitgemachte Gefechte. 18.01. bis 1.03. Kämpfe in der Siegfriedstellung. 21.03. bis 6.04. Große Schlacht in Frankreich. Hallo. Hallo. Kämpfe zwischen Arras und Albert. Schlacht in Bapaume. Schlacht bei Armentier. Stellungskämpfe in Französisch-Flandern. Stellungskämpfe in Flandern und Artois. Ist das Erster Weltkrieg oder was? Kämpfe an der Front Lenz und Kämpfe zwischen Doyle-Kanal und Schelde. Hauptmann und Batteriechef. Güterburg. Güterburg. Ja. Ein Jahr lang durchgefochten und durchgehalten und überlebt. Ja. Alter, ich fand das ja so fies. Also die Überlieferung darüber, halt über die Trommelfeuer war, da gab es ja Leute, also viele Leute, die einen psychischen Knacks wegbekommen haben, waren in den Nervenschienen und nicht mehr umgehen. Kriegszitterer. Ja, ey. Ja. Und dann haben sie denen ja noch unterstellt, dass sie simulieren. Alter, das ist ja... Und dann wurden die dafür bestraft. Also eigentlich so gehört, also wenn das wirklich stimmt, dann ist es schon schlimm, wie man mit seinen Versehrten umgeht, oder? Also. Als Anlage überreiche ich Ihnen den in der Zwischenzeit eingegangenen Wehrpass Ihres teuren Verstorbenen, der zum Gedenken in Ihren Händen verbleibt. Oh. Hat er doch nicht überlebt. Den zweiten hat er nicht überlebt. Ach so. Den ersten hat er überlebt. Ach so. Am 4.2.44 hat das nicht mehr überlebt. Wo war er da? Steht er da? Ich möchte bei dieser Gelegenheit nicht versäumen, Ihnen zu dem schweren Verlust, der Sie betroffen hat, meine aufrichtige Teilnahme auszusprechen. Er starb für Großdeutschland. Der Alter, das Wehrmeldeamt, das... Und von wem ist das unterschrieben? Hauptmann. Keine Ahnung. Und wo der gefallen ist, stand nicht hoch, oder... Na, das sind jetzt erstmal die zwei Schreiben. Dienste im Ersten Weltkrieg. Hm. Tja, das ist, ja. Den zweiten hat er nicht überlebt. Hm? Die Tätigkeit des Preußischen Landeskriminalamtes bei der Olympiade 1936. Aha. Nicht nur erhöhte Aufforderungen an ein diszipliniertes Verhalten, sondern verlangen auch ein Einfühlen in die Psyche des Ausländers. In welchem Zusammenhang steht denn Dienstbereitschaft, Höflichkeit, Zuvorkommenheit, Dienstbereitschaft am Ausländer. Andererseits Zurückhaltung und Würde sind Lebensarten, die jeder Ausländer versteht. Zu würdigen weiß, die niemals ihren Eindruck verfehlen werden. Na, das ist ja leider falsch. Bei einem solchen Verhalten werden Missgriffe nicht vorkommen. Na, das da haben wir leider genau aber anders. Gegenteil ist der Fall heute. Ja. Dass die Augen der ganzen Welt auf die Berliner Olympischen Sommerspiele gerichtet sind, wird jeder wissen. Kleinliche Auffassung hat unbedingt zu unterbleiben. Wahnsinn, Pakete, sie kommen mit dem Mega-Inhalt. Das ist alles. Das ist alles. Komm raus. Nee. Noch immer raus. Trotzdem nicht. Tada. Jetzt einmal durch. Tada. Rund. Und. Ja. Und jetzt.
passiert ja nichts hier. Ist voll öde. Keiner was hier. Mausi! Mausi! Jo, Lucky! Jo, was ja. Los? Mausi, und dann reagierst du doof, oder was? Ja, klar. So. Was ist denn da los? Wer ist denn das? Pass mal auf, Mausi, was ist denn los? Ey, hast du, wir wollen nämlich gerade auf dem Kanal mit meinem Kajak fahren und meine Pumpe ist einfach zerbrochen. Was hast du nur für ein Kajak zum Aufpumpen? Ja, so ein richtig großes Ding. So. Und ich benutze das nie und jetzt haben wir plötzlich die Idee bekommen, wir machen das jetzt einfach mal. Plötzlich und dann die Idee. Geht die Pumpe kaputt. Wo ist die denn, die war da? Irgendwas ist doch immer. Das ist nicht so. Da kann ich mich daran erinnern, dass da was war. Hab ich verliehen, wa? Das weiß ich nicht, du. Nein, das kannst du nicht verliehen machen. Verliehen und weg und zack. Machst du Englisch irgendwas, ist alles gut. So, was sagst du zu diesem Laden hier? Es ist der beste Fahrradladen in Berlin und eigentlich auch in ganz Deutschland. Ich, immer wenn ich hier vorbeikomme, dann schlägt auch mein Herz sehr doll. Also Herzrhythmusstörung hat sie. Das ist eine Kamera. Das ist heute Abend auf YouTube. Herzlichen Glückwunsch. Okay, an der Pol, dann rein. Das ist wahrscheinlich genau schmutzig. Schmutzig. Tja, wie ihr sagt, zum Feierabend kommen sie alle. Ja, hier ist natürlich keiner mehr am Gucken. Das würde ich auch nicht mehr tun. Nach so langer Zeit, wo nichts passiert ist, ich baue aus. Und zwar Schlauchwechsel. Was für ein Tag. Oh. Also normalerweise geht es schneller. Ach so, echt? Ja, ja, viel schneller. Das lag jetzt wahrscheinlich ja, echt daran. Nee, das aber dass man das so ordentlich öffnen wollte. Ja, gut, okay. Und die wird von dem Schloss angetrieben hier, was hier irgendwo liegt. Ja, mit einem Hacken. Ja. Komm gleich. Na, warte mal, ich bin leider. Mach mal hier erstmal einen Schritt weiter und dann komme ich gleich. Ist gerade runtergefallen. Was ist denn Scheiße? Die Pollen, wa? Dann einfach mal so ein Jucken in der Nase. Also mir läuft auch nur die Nase, ey. Wie Sau. Jucken. Oh, ist das ein Ätz. Aber was sollen wir machen? Tja. Kann man nichts machen, tun kann man nur gucken zu. Ich habe auf alle Fälle hier ein Problem mit dem Mikro jetzt natürlich. Ich muss die Halterung reparieren und hier habe ich jetzt den Kranz wieder, den. Ach. Naja, habe ich gemacht. Kugellager habe ich jetzt neu da zusammengesteckt. Wieder, die Kugeln sind in Ordnung. Hier, Kamera ist kaputt, gebrochen, hier, da unten. Ist runtergefallen gerade. Ist so angekommen oder einfach runtergerutscht? Ist runtergefallen. Ist jetzt. Ist wie das. Ich mache sowieso Feierabend mit der Kamera, weil wir haben ja nicht mehr viel Zeit hier. Nee. Ja. Ist auch sowieso, ist auch bald Feierabend, wa? Eine Viertelstunde. Ist ja bald Feierabend. Sehen wir uns morgen. Ciao! Ah! Mir juckt die Nase. Morgen habe ich so einen roten Zinken, Alter. Ja. Da geht's schon. Ja, schlimm. Hat der Obelix gespielt wie Gérard Depardieu. Also, au revoir, à bientôt, wir sehen uns, ciao.